лица земли, их стоило бы, конечно, заснять и задокументировать. Das ist auch in Tübingen vor zwei Jahren. Это тоже в Тюмени два года назад сделано. Ich wette, dieses Teil da oben hat von Ihnen noch niemand gesehen, aber vielleicht schon 20 Jahre in Tübingen erlebt. Also bitte Augen offen und dann sehen Sie auch alle diese Details. То есть я думаю, что многие из вас уже множество времени ходили постоянно мимо таких домов и, так сказать, не обращали на них внимания, но вот я вам предлагаю, что, так сказать, если что-то интересное, если хотите заметить, то обращайте внимание, скажем так, на подобные вещи. Здесь тоже фотография, которая последняя фотография, она тоже здесь в Тюмени сделана была. Ja, dann danke ich Ihnen. Es war nur ein kurzer Vortrag mit der Schwerpunkt Fotografie heute. Я хотел поблагодарить вас, сказать о том, что сегодня это было мое сообщение именно в плане с акцентом на фотографическую технику. Ich hoffe nur, dass ich vielleicht damit die Motivation für den einen oder anderen erwecken konnte, selber mal auf die Suche zu gehen nach neuen Motiven und vielleicht mal etwas anderes zu entdecken. Ansonsten herzlichen Dank und ich bin natürlich noch hier und werde Ihre Fragen beantworten. Да, вероятно, то есть я бы хотел для того, чтобы, может быть, для вас мотивацию предоставили, для того, чтобы вы смогли, скажем так, посмотреть то, что вокруг вас находится, для того, чтобы использовать такую технику, такую технологию. И большое вам спасибо, что пришли, послушали. И я с удовольствием, если какие-то вопросы у вас есть, я могу на них ответить. Да, есть вопросы, конечно. Был небольшой опыт использования HDR. Как я думаю, так что слышно. И хотел бы вот этой сути ориентации именно с фотоматрица. Вот, если без фотошопа это корректировать, то это или просто не понимаю. То есть получается всегда всегда ужасные. То есть он не мог бы это взять норму, а и как это корректировать. То есть настройки ориентации фотоматрицы. Im Prinzip aber ist das richtig, was Sie sagen. Photomatix hat die Tendenz, bereits Bilder zu verfremden. Спасибо. Вопрос еще можно? А почему я вот на этой фотографии, вопрос задал нас, что ты фотографию делал, даже я, а можно же делать?
nehme drei Bilder, wenn ich HDR erzeuge. Man kann mit Photomatics auch zwei nehmen. Es geht auch mit der neuesten Version von Photomatics mit einem Foto, soweit ich weiß, dann redet man von einem Pseudo-HDR-Foto. Ja, das liegt aber nicht an der HDR-Technik, sondern es liegt daran, wie ich diese Aufnahme gemacht habe. Ich habe nämlich dabei in der... Сбалансировать, чтобы
zum Beispiel das, was Sie sagen, sieht man ja häufig auch bei Landschaftsaufnahmen. Und HDR-Technik würde ich für Landschaftsaufnahmen nie verwenden. Und habe dann also diesen Ort mehrfach besucht, allerdings muss ich dabei sagen, am Anfang natürlich auch nicht mit Stativ und auch nicht mit Dreierrichtung, sondern ganz normale JPEG-Aufnahmen. Ich habe mich dann weiter darum gekümmert, ähnliche verlassene Orte zu finden, sei es in Berlin, weil ich aus Berlin komme, in der Umgebung oder auch in ganz Ostdeutschland. Und bin dann, als ich dann merkte, dass es einige Leute gibt, die sich damit beschäftigen, mit dieser Art der Motivsuche, die nennt man in Deutschland Urbexer. Hier in Russland heißen die Stalker. Urbexer, das kommt aus dem Englischen, Urban Explorer, das heißt Stadterkunde auf Deutsch. Und wenn man Urban Explorer zusammenzählt, Urbex. Ja, und da habe ich dann festgestellt, dass alle diese Leute, die ich so nach und nach kennenlernte, alle diese HDR-Technik benutzen, alle drei Aufnahmen machen und alle mit Stativ arbeiten. Und dazu bin ich dann so gekommen, das eben auch so zu machen, weil es für mich auch die beste Möglichkeit ist, solche Leute darzustellen. Das ist schwer, sehr schwer, solche Orte zu finden. Weil niemand sagt, wo sie sind. Die Orte sind natürlich in den Urbexer Kreisen bekannt, aber wenn man nicht zu denen gehört, kriegt man auch keine Antwort. Diese Orte werden gehandelt wie Zaubertricks und Zaubertrick verwenden Zauberer auch nicht. Wir machen das aus mehreren Gründen nicht. Der erste Grund ist, wenn wir es veröffentlichen würden, wo denn so ein Ort ist, dann ist davon auszugehen, dass drei Tage später durch 50 Fotografen stehen würde und ungefähr genauso viele Vandalen, die sich freuen, ein neues Ziel zu haben, wo sie wieder alles zerstören können. Поэтому причины хотя бы, потому что если кто-то узнает, если это не будет, то место, где
Следующий день допустим 50 фотографов и столько же вандалов, которые ищут только ищут ради того, чтобы где-то что-то поломать или что-то самое. Es gibt zumindest auf deutschsprachigen Internetseiten ganze Listen mit genauen Angaben, wo diese Orte sind. Warum die Idioten das machen, weiß ich nicht. Das hat auch keinen Zweck, weil wenn ein Ort heute offen ist, dass man hineingehen kann, ich rede immer von dem illegalen Betreten eines Ortes, dann heißt das nicht, dass der morgen oder übermorgen immer noch frei ist. Mir ist das selber so passiert, dass mir jemand sagte, hier, der Ort ist frei, ich war gestern da, zwei Tage später war ich da, der Ort war nicht mehr frei, da waren die Türen zugeraten. Also diese Ortsangaben, die man da bekommt, die bringen nichts, weil die sofort wieder veraltet sind. Also wenn Sie jetzt in Deutschland leben würden, würde ich Ihnen folgende Empfehlung geben. Es gibt in Deutschland genug Industriedenkmäler, das heißt geschlossene riesige Fabrikanlagen, in die man nur mit Sondergenehmigung reinkommt. Kümmern Sie sich drum, sehen Sie zu, dass Sie einen Schlüssel kriegen, dann können Sie dort auch fotografieren. Und danach machen Sie Folgendes, wenn Sie 10 oder 20 dieser Bilder zusammen haben, dann setzen Sie die irgendwo in ein soziales Netzwerk, zum Beispiel Facebook. So, wenn Sie mich dann zum Beispiel ansprechen würden, ich gucke mir Ihre Bilder an, ich sehe, der hat schon 10 oder 20 Sachen davon gemacht, der interessiert sich tatsächlich dafür, dann würde ich Ihnen auch mal sagen, wo ein Ort ist oder Sie eventuell auch mitnehmen. Ich kriege sehr häufig Anfragen von Facebook, wo ist denn das? So, dann schaue ich mir das Facebook-Profil an, dann ist erstens ist kein Profilfoto da, zweitens ein Bild von seinem letzten Mittagessen, von seinem Haushund und von einem Blumenstrauß. Der kriegt garantiert keine Worte genommen.